Hi, ganz kurz zur Matheklapper-Welt. Da gibt es erstens auf YouTube Lernvideos und Livestreams mehrmals in der Woche. Themengebiete sind immer farbig gekennzeichnet. Rot die Grundlagen, Orange Geometrie, Grün Analysis, also alles was mit Funktionen zu tun hat, Blau Vektoren und Flieder Wahrscheinlichkeitsrechnung. Zweitens gibt es meine Homepage www.matheklapper.de. Dort gibt es meine Formelsammlung, den Matheklapper. Und rechts seht ihr, dass die Formelsammlung farbig auf die Videos abgestimmt ist. Ebenso auf meiner Homepage gibt es den Abi-Vorbereitungskurs. Das sind 42 Tageslektionen, wobei über 200 Aufgaben mit Lösungen enthalten sind. Dauert etwa 5 bis 10 Wochen, bis man da durch ist. Ja, und dann gibt es dort noch ein Online-Mathe-Buch mit sehr vielen Stichworten aus der Mathe-Welt. Okay, viel Spaß mit dem folgenden Video. So, für den nächsten Punkt im Rahmen der Kurvendiskussion, also die Extrempunkte und die Wendepunkte, brauchen wir die Ableitungen. Ich werde hier euch direkt die erste und die zweite Ableitungen vorrechnen. Die dritte Ableitung könnt ihr mal selber versuchen, alleine zu bestimmen. Und das Ergebnis, damit ihr vergleichen könnt, das werde ich euch dann entsprechend geben. So, ich habe hier die Funktion gerade nochmal aufgeschrieben. F von x ist gleich x² mal dem ln von 0,5x. So, und das Erste, was einem hier ins Auge springt, ist hier diese Multiplikation, dieser Malpunkt. Links von dem Malpunkt haben wir ein x, rechts von dem Malpunkt haben wir ebenso ein x. Also das Ganze läuft schon mal Richtung Produktregel. Also, wenn die Funktion der Art u mal v ist, dann ist es Produktregel. Und dann lautet die Ableitung f' von x ist gleich u' mal v plus v' mal u. Ich setze das ganz gerne in Form einer Tabelle um. Ich definiere einfach u ist x². U ist gleich x². Und ich definiere, dass v eben der andere Teil ist, der ln von 0,5x. Der ln von 0,5x. Wir sehen schon, für die Produktregel, für die Ableitung benötigen wir u' und v'. Das Ganze bilde ich mal. u' ist gleich, wenn u x² ist, dann ist u' 2x. Und wenn v der ln von 0,5x ist, dann ist v' mit der Kettenregel zu bilden. Wir haben nämlich hier das innere 0,5x und das äußere der natürliche Logarithmus. Und Kettenregel sagt uns äußere Ableitung mal innere Ableitung. Außen haben wir den Logarithmus. Die äußere Ableitung vom Logarithmus ist ja immer 1 durch. Also 1 durch das, worauf der Logarithmus sich bezieht. 0,5x mal die innere Ableitung. Innen ist 0,5x. Und die Ableitung von 0,5x wäre 0,5. Ja, und hier können wir nochmal das 0,5 entsprechend wegkürzen, bekommen also als Ergebnis für unser v' 1 durch x. So, diese ganzen Daten können wir jetzt hier in unsere Produktregel einsetzen. F' von x ist gleich u', also 2x, mal v, ln von 0,5x. Plus v' 1 durch x mal u und u wäre x². So, diesen Ausdruck müssen wir jetzt noch ein bisschen vereinfachen. Ich sehe gerade, ich habe hier noch vergessen, die Klammer zuzumachen. Also f' von x ist gleich, dieses Plus trennt das ja in zwei Teile. Ich unterstreiche mal diese beiden Teile. In dem ersten Teil kann man eigentlich gar nicht großartig was machen. Den lassen wir mal so stehen. 2x mal dem ln von 0,5x, Klammer zu, plus. In dem zweiten Teil können wir ein x hier unten mit einem x von dem x² hier oben wegkürzen. Bleibt tatsächlich nur übrig ein x. Also das x², wie gesagt, können wir hier oben in den Zähler schreiben. Dann kürzen wir ein x weg. Ergebnis ist auf jeden Fall nur x. So, auch an dieser Stelle ist es genauso wie im Rahmen der Kurvendiskussion von der Exponentialfunktion wichtig, dass man ausklammert.
Also ganz wichtig zu merken, nach Anwendung der Produktregel immer versuchen, irgendwie auszuklammern. Dieses Plus trennt das immer noch in ein, zwei Teile und wie wir sehen, in beiden Teilen steckt ein X drin. Und das können wir rausziehen. Also F' von X ist gleich X mal, mach mal eine eckige Klammer auf, wenn wir aus dem ersten Teil das X rausziehen, bleibt übrig 2 mal und dieses Logarithmus-Ding. 2 mal dem ln von 0,5x, Klammer zu. Dann kommt das Plus. Und wenn wir aus dem zweiten Teil das x rausziehen, dann taucht die unsichtbare 1 auf. Ganz wichtig. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, dass hier bei diesem Teil, wenn wir da ein x rausziehen, dass wir nur das x rausziehen können, was hier vorne bei der 2 dabei steht. Nicht das x, worauf sich der Logarithmus bezieht. Also dieses x ist nicht ausklammerbar. Kann man nicht rausziehen. Okay, das wäre die erste Ableitung. Und auf der nächsten Seite werde ich die erste Ableitung gerade nochmal hinschreiben und dann die zweite Ableitung bilden. Ja, und da sehen wir auch schon die erste Ableitung. X mal, eckige Klammer auf, 2 mal dem Logarithmus von 0,5x plus 1 und ganz hinten die eckige Klammer zu. So, jetzt sehen wir an der Stelle auch, wie wichtig es ist, dass wir im Rahmen der ersten Ableitung das x ausgeklammert haben. Denn dieser Ausdruck sieht zwar auch noch reichlich komplex aus, aber ist immer noch um einiges besser abzuleiten als dieser Ausdruck, der dastehen würde, wenn wir nicht ausgeklammert hätten. So, auch hier fällt uns dieser Malpunkt ins Auge. Links von dem Malpunkt haben wir ein x, rechts von dem Malpunkt haben wir auch einen etwas größeren Ausdruck. Im Prinzip ist das aber nichts anderes als auch wieder Produktregel. Also, das hier ist unser u und hier dieser Rest, diese eckige Klammer, das ist unser v. Also, f' von x ist auch ein Ausdruck der Art u mal v. Und dann wäre die Ableitung f2' von x auch wieder gemäß Produktregel u' mal v plus v' mal u. Auch hier wieder eine kleine Tabelle. U ist gleich x. V ist gleich hier dieser komplette Klammerausdruck. 2 mal den ln von 0,5x. Und das Ganze plus 1. U' ist relativ einfach zu bilden. Die Ableitung von x, also von einem x, wäre 1. Genauso wie die Ableitung von 10x 10 wäre. Für das Bilden von V' schauen wir uns V mal an. Hinten die plus 1 ist eine Konstante, die addiert wird, die fällt beim Ableiten weg. Vorne die mal 2 ist eine Konstante, die multipliziert wird, die bleibt beim Ableiten erhalten, kann ich also schon mal hinschreiben. Mal, jetzt müssen wir nur noch diesen ln 0,5x Ausdruck wieder ableiten und das ist wieder Kettenregel. Äußere Ableitung mal innere Ableitung. Außen ist der Logarithmus. Die Ableitung von dem Äußeren ist 1 durch das, worauf der Logarithmus sich bezieht, 0,5x, mal innere Ableitung. Innen ist 0,5x und die innere Ableitung wäre 0,5. Auch hier können wir die 0,5 wieder entsprechend wegkürzen. Bleibt hier hinten 1 durch x übrig. Mit der 2 hier vorne multipliziert, erhalten wir v' ist gleich 2 durch x. So, das Ganze müssen wir jetzt hier in die Produktregel entsprechend einsetzen. Wir bekommen f2' von x ist gleich u', also 1, 1 mal v ist hier dieser Ausdruck, 2 mal ln von 0,5x plus 1. Und da das ein Term ist, wegen dem Plus sind das ja zwei Teile, müssen wir das Ganze in eine eckige Klammer wieder setzen. Dann kommt das Plus. V' ist 2 durch x. Mal u. Und u ist x. Puh. So, was können wir hier machen? Hinten könnten wir das x oben in den Zähler schreiben, dann können wir es auch entsprechend wieder rauskürzen. Und dann hätten wir hinten also nur eine plus 2
Und vorne haben wir einmal diese eckige Klammer. Naja, dann können wir das entsprechend auch nochmal aufschreiben. F2' von x ist gleich einmal die Klammer, zweimal dem ln von 0,5x plus 1. Die Klammer kann man sich in dem Fall auch sparen. Und dann kommt einfach noch eine plus 2 da hinten dran. Ja, und da haben wir dann, wie gesagt, hier unten die zweite Ableitung. Die dritte Ableitung könnt ihr ja mal alleine versuchen. Ich gebe euch schon mal die Lösung. Die dritte Ableitung, also f3' von x, ist gleich 2 durch x. Ja, und da vielleicht nochmal den ein oder anderen Tipp. Die plus 3 als Konstante, die addiert wird, fällt weg. Die 2 als Konstante, die multipliziert wird, bleibt erhalten. Und den Logarithmusausdruck können wir wieder ganz normal ableiten mit äußere Ableitung mal innere Ableitung. In diesem Fall ist es kein Fall für Produktregel, denn wir haben zwar hier einmal eine Multiplikation, aber wir haben nicht links und rechts davon ein x. Also das Ding können wir tatsächlich ohne Produktregel knacken. Versucht das mal. Wenn ihr das entsprechend anwendet, so wie ich das gerade gesagt habe, müsste rauskommen f3' von x gleich 2 durch x. Ja, ganz kurz nochmal zur Matheklapperwelt. Hier auf YouTube gibt es ja Filme und Livestreams. Auf www.matheklapper.de gibt es meine Formelsammlung, also den Matheklapper, sowie die Abi-Vorbereitung und das Online-Mathebuch. Oben links könnt ihr meinen Kanal abonnieren und natürlich das Glöckchen nicht vergessen. Dann erfahrt ihr auch immer, wenn mal wieder ein Livestream ansteht. Ja, und oben rechts gibt es eine thematisch passende Videoempfehlung. Danke fürs Zusehen. Ciao.